Ja, wenn's das sicher ist, willkommen zurück zu Super Mario RPG, die Legende der 7 Sterne. Wir sind im Hotel. Und die Musik geht gerade so hart ab, ich komme gar nicht klar. Ja, wir haben letzte Folge einen wunderbaren neuen Charakter kennengelernt. Mellow, der auf jeden Fall ein Frosch ist, ja. Ja. Und wir sollen, ich glaube, eine Münze sammeln, die ihm gehört hat, aber die er wegen eines Krokodilüberangriffs weggenommen worden ist. Denke ich, glaube ich. Wir fragen mal Toad. Mario, ich habe ihn gesehen. Was? Es ist hier hinten. Er war gerade noch da. Habt ihr nicht gesehen? Sah er in etwa so aus? Ditto, Mario ist ditto. Es ist klar. Mario ist ditto. Ja, genau, der war's. Der hat meine Münze gestohlen. Warum hast du ihn nicht aufgehalten? Nein, weil meine Bazooka zu Hause liegt. Mist! Lass mir eine Pause. Wie der wer? War das gerade ein geiler Witz vom Toad? Komm zurück. Ihr Deppen. Kriegt mich nicht. Eine Schnecke könnt euch behalten. Bis bald. Ja, das war dann Kroko. Kroko, das Krokodil. Das ist er. Schnell hinterher. Bazooka? Ich beobachte hier weiter. Bazooka? Ja, warum auch nicht, ne? Meine Lieben. Kroko ist, müssen wir mal ein bisschen verständlicher darzustellen, der Claude. Der Prototyp oder der Vorgänger von Claude in Mario und Luigi. Weil Claude auch nicht so oft vorkam. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja. Lasst uns zum Weg des Diebes gehen, was? Der Punkt heißt einfach Weg des Diebes. Ja. Hoffentlich hat er nicht so viel Diebesgut. Kroko, bleib stehen. Ich glaube, es ist Barney. Da ist er. Wahrscheinlich hat er die Münzen in seinem Beutel. Los, hinterher. Wollt ihr mir folgen? Geh heim, bevor ich euch wehtue, du Kind. Ich glaube, er will jetzt zum Obersalzberg flüchten. Gut, wir kämpfen jetzt einfach mal ganz chillig normal. Mit der geilsten Kampfmusik überhaupt. Und die Musik ist einfach immer zu laut. Wir haben jetzt einen Hammer bekommen. Und es ist sehr schwer, den zu timen. Und jetzt kämpfen wir mit Mellow. Das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie die alle angreifen. Okay, man kann auch mit Mellow blocken. Okay, ist ein bisschen... wie sagt man den? Ja, ich meine halt ein bisschen später muss man drücken, als halt letztes Mal beim normalen Handschuh. Hallo? Entschuldigung? Mit kämpfen? Was war das denn? Rennt einfach weg. Was ist das? Das ist so Fälle, wo ich einfach nicht rausschneide. Ich glaube, ich habe auf die Taste vergessen, wo ich überhaupt rausschneide. Das war 5. Oh Gott. Aber wir sind anscheinend ziemlich stark, ne? Ja, dann kämpfst du gegen den Stachel. Ja. Attack up. Oh, lol. Alter, was ist das für ein ekelhafter Frosch? Froschosch? Bitte was? Froschosch. 48 Schaden. Es reicht nicht, okay. Froschosch. Wir kämpfen mit geilen Fäusten. Die ziehen sich so lustig lang. Da, wir sind einfach ein Wunderbärchen. Ja. Wie gesagt, achso, wir haben auch Froschmünzen gesammelt. Und ich weiß auch nicht, warum ich gerade nichts rausschneide, ne? Das Ding ist halt, ich werde es wahrscheinlich einfach mit der Taste 5 da einfach gleich ausprobieren, ne? Es sei denn, es kommt doch was in. Doch was Interessantes, ne? Ja, wie wollen wir. Kämpft doch nochmal den Frosch-Schosch an. Hätten wir nicht tun sollen, glaube ich. Der Mellow ist ja so schwach, das ist traurig, aber dafür bekommt der Attack ab. Was ist das? Fuck! Ich weiß doch manchmal gar nicht, wann ich, wann ich drücken soll, um abzuwehren. Weil, ich meine, es ist jetzt, man sieht es halt nicht, wenn man abwehrt, ne? In anderen Mario-Spielen. Wobei, nee, Quatsch. Ich weiß es nicht. Ich höre auf zu reden. Mario hat Feuerball. So, wir werden jetzt auf jeden Fall auf Bonus gehen.
Was? Was? Auf HP. Weil wir machen meiner Meinung nach genug Damage. Wir killen die meisten Gegner im First Try, außer jetzt diesen komischen Froschhorsch. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen andersrum. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Froschmünzen ist, ne? Fragt mich doch nicht. Ich hab keinen Plan. Die letzte, die ich gefunden habe, die war eigentlich relativer Zufall, dass ich sie bekommen habe überhaupt. Oh, nein. Ist das letzte Gegner? Ja, komm. Wenn es der letzte Gegner ist, dann können wir jetzt noch angreifen. Das sind 3 Stachis. Die sehen auch sehr interessant aus, die Stachis hier, ne? Richtige Rüstungsausgerüstete, mit Rüstung ausgerüstet. Ja. Ja. 37. Das Mario macht halt eindeutig mehr Schaden, ne? Okay, das liegt vielleicht auch daran, dass Mello einfach Level 1 ist, ne? Wahrscheinlich liegt es eher daran. Höchstwahrscheinlich, ja. Dann habe ich gar nicht gedacht. Wir kommen dann Zwischenspeichern. Hallo? Ich finde das sowieso schön gemacht. Mit den ganzen Zwischenspeichern. Dass man einfach auf so einen Block springt und dann hebst du ab in die Star Road oder was? Keine Ahnung. Oh Gott. Naja. Ich weiß es nicht. Oder ist er? Ihr kommt ja bestimmt nicht hinterher. Also auf Wiedersehen. Ich weiß nicht, warum ich ihn so spreche, wie ich ihn gesprochen habe, aber... Es ist halt echt ein cooler Gegner. Muss man echt... Wie auch immer ich diese Landung noch geschafft habe. Oh lol. Lol. Wir sind nämlich... Wow. Nein. Andere Richtung. Okay. Wir sind nämlich irgendwie total gerade an... Warum? Wofür? Wenn es es gebracht hat. War du? Hallo. Ist echt nichts. Wow. Ist das da? Eine nicht bewegliche Blume. Was ich sagen wollte, er ist mich total ein Superstar-Saga. Bing, da gab es auch sowieso bewegliche Dinge. Was ist das für ein Vieh? K9. Ja, natürlich. Giftzähne. Oh Gott, deswegen gab es im Shop ein Item, dass wir nicht vergiftet werden, ne? Oh Gott, oh Gott. Können wir den direkt killen? Ja. Once again? Ach, nochmal angreifen, ne? Haben sie sich übersetzt? Was soll das denn hier, hm? Na, ist ja nicht schlimm. Und dann der Sprachtext, also die storywichtigen Sachen so übersetzt sind, ne? Okay, ich versuch's mal. Ich kämpfe jetzt die 2 Gegner noch offline fertig, ne? Also bis gleich. Tja, die können wir gegen sehr schnell um. Oh lol, Mello bekommt Level 3 ab? Warum denn Level 3 direkt? Mello lernte HP-Regen. Also mir kommt es bis jetzt vor, als wäre Mello einfach der ekelhafteste Angriffsboy, dass er einfach so wenig Schaden macht. Ich gebe ihm meinen Angriffs ab. Yes. Wir können auch gleich mal Wette vertauschen. Aber vergleichen, wollte ich sagen. Mir ist aufgefallen... Was mir aufgefallen? Mir ist gar nichts aufgefallen. Ich wollte eigentlich sagen, Mello braucht gar keine Heilung mehr. Er hatte eben Heilung gebraucht, aber jetzt wegen dem Level-Up nicht mehr. Status? Ja. Okay, Angriff. Mello macht mehr Schaden. Hä? Oh, das ist magisch. Weil wir machen einen Angriff 26, 36. Oder mit den Ausrüstungsgegenständen wahrscheinlich. Einmal ohne, einmal mit. Okay. Würde Sinn machen, ne? Weil Abwehr 4, Abwehr 7. Mhm. Abwehr 11, Abwehr 13. Magischer Angriff macht Mario mehr Schaden. Magische Verteidigung. Ich müsste mich da mal echt belesen, was macht. Also wofür die magische Verteidigung zum Beispiel ist. Ich habe selbst keinen Plan. Also wirklich gar nichts. Und das sind die... Okay. AP-Regen kann man sogar jetzt einsetzen. Magische Kraft 10. 15. Okay. Also die teilen sich nicht den Angriffs... Die Angriffskraft, sondern haben eigene... Okay. Verstehe ich. Aber irgendwie nicht... Was ist dann magische Verteidigung? Ich weiß es nicht. Warum ist hier wieder ein Gegner gespawnt? Bis gleich. Ja, easy peasy, unseren Pilz bekommen. Ich glaube, die Gegner spawnen einfach wieder. Weil die waren halt eben beide überhaupt noch nicht da. Deswegen flüchte ich jetzt einfach mal, weil ich meine, klar, ist schön und gut, aber nein, danke. Oh, das ist halt hartnäckig. Aber ich bin schon wieder weg. Nein! Alter Kroko, jetzt bist du ein bisschen nervig, ne? Weißt du das?
Boah, das sieht aus, als würden die gleich Gegner kommen, ne? Oh, oh, oh Gott. Der Goomba. Der Goomba des Todes. Ja, meine Lieben. In den Kampf nehme ich mich gerade mal mit rein. Ich habe immer noch keinen Plan, wie das mit der magischen Verteidigung aussieht. Wäre auch komisch, wenn ich mich zwischen den Folgen damit belesen würde. Ich meine... warum? Naja. Ich finde ein bisschen fragwürdig, dass wir manchmal Gegner haben, die Oh, das ist Kroko. Kroko! Kroko wie Krokodil. Nein, das ist ein Stachel. Ich will es eigentlich nicht euch in jeden Kampf mit reinziehen, ne? Aber bis gleich! Habe ich schon mal gesagt, dass die Musik einfach wundervoll ist? Und da ist Kroko wieder. Ich glaube, ich komme auch gleich wieder Gegner, ne? Das ist nicht gut. Manchmal sieht es ja aus, als kann man überall reingehen, ne? Das ist halt echt... Was ist... Warum ist da jetzt der komische Gegner? K9. Was soll ein K9 sein? Wer entwickelt den Gegner und nennt ihn dann K9? Ist es eine Robotermaus? Was ist das? Ich verstehe es nicht. Jemand Stachel, ja. Goomba, ja. K9? Hört sich an wie ein Anime-Gegner, so K9. Nein! Oh Gott. Aber ich hab doch abgewehrt. Manchmal frage ich mich, ob Mello irgendwie weniger Verteidigung hat. Ich weiß es nicht. Hab ich's nachgeguckt? Ich glaube, er hat sogar mehr Verteidigung als Mario, oder? Weiß es nicht, mein Lieben. Was hat er jetzt versteckt? Ein Pilz, der alles aufgefüllt hat. Wow. Dafür ist Mello jetzt wieder geheilt, ne? Ja komm, gegen den kämpfe ich noch mit euch. Weil da oben ist sowieso Kroko. Ich weiß ja nicht mal, was er vorhat, ne? Er rennt einfach weg. Und wir kämpfen gegen Gegner. Und wollen ihn eigentlich nur haben. Also Kroko. Ja. Und diese Froschosch. Gut, okay, die sind eigentlich auch weird, ne? Oh, hast du gedacht, ne? Hast du dir gedacht? Die sind eigentlich auch weird, aber... Ich weiß nicht. Es ist nicht eigentlich ziemlich komisch, wenn Mello als... selbsternannter Frosch gegen Frösche kämpft? Oder sind Froschosch keine Frösche? Ich weiß es nicht. Bleib doch einfach mal stehen. Was hast du vor? Was wird das jetzt? Jetzt, oh, er ist vorbeigekommen. Gib schon auf. Die Schatzkiste ist verlackt, aber ich habe keine Zeit. Tja, Kroko, dann würde ich sagen... Meine lieben Zuschauer, bis gleich. Ne? Ich mache mal wieder einen kleinen Schnitt. Mario erreicht Level 4. Mir ist gerade eben aufgefallen, ich freue mich schon, wenn der Moment kommt, dass ich einfach vergessen habe, den Knopf zu drücken, um End zu pausieren, ne? Ich denke mal, wir nehmen wieder HP. Oder? Ich meine, ich bin halt schon ein guter Typ im Abwehren. Ich habe eigentlich gesagt, ich will immer auf HP gehen. Diese ganze Spezialsache. Ich bin ja erstmal auf Spezial gegangen, dann bin ich auf HP. Ich gehe mal auf Angriffe, Mario, oder? Ja, komm. Ist sowieso schon zu spät. Wenn man einmal drückt, dann sieht man die Werte und das war's. So, ich glaube, wir gehen jetzt hier hin. Ihr könnt überall einfach eine Froschmütze versteckt sein. Wie eklig ist das denn? Wir holen uns jetzt hier Truhe, weil... Ja. Weil man kann auch so Level-Ups farmen mit dem Stern. Was passiert? Level-Bonus! Mello erreicht Level 4. Ziemlich coole Sache. Ich glaube auch, das ist die einzige Situation, wo du einen Stern bekommst. Ich weiß es nicht. Maximal HP. Mhm, Angriff. Mhm, schön. Jetzt hat er weniger Angriffe, ne? Ich gehe mal bei ihm auf Spezial, weil ich glaube, das ist eher unser Tank, Mello. Ne? Jetzt komm. Ist dahinter? Ich dachte, da wäre ein Goomba. Ist einfach nur ein brauner Fleck. Hier könnte auch was Verstecktes sein, ne? Das Ding ist, sollte ich es suchen? Das ist immer so die andere Frage, weißt du? Ne? Ich dachte, dahin geht's einfach weiter. Und dann die Gegner kommen wieder. Diese K9s sind einfach unendlich. Wie er sich ranschleicht, seht ihr das? Ist richtig widerlich. Mal schauen. Hallo? Nee, da ist nichts. Schade. Hätte ja sein können.
Und nein, ich werde jetzt nicht versuchen... Hallo? Nicht versuchen, irgendwie ganz schräg da ranzugehen. Und ich glaube, man kann sich aus der Map buggen, kann das sein? Weil ich war gerade... Ich stand gerade auf der Plattform, wo die über dieses Grünzeug war. Ja, das war einfach eine Blume. Komm, nehme ich wieder in den Kampf mit. Warum nicht, ne? Ich wollte ja aussehen, wie ich die K9s einfach auseinandernehmen. Mit der Verteidigung bei Mello ist ein bisschen weird, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die haben ganz viel Verteidigung, ne, diese K9-Dinger. Uah. Nehmen die Brille auf? Nee, die leuchten einfach nur bei den Augen. Uah, uah. Ich hoffe, das ist auch ganz okay so mit dem Schnitt. Weil, ich denke, ihr wollt nicht jeden Kampf sehen. Beziehungsweise, wollt ihr das? Ich meine, ich habe das ja schon in letzter Folge gesagt, aber ist ja wurscht. Sackgasse, untergeb nicht auf. Ich versteck mich jetzt. Hast du es nicht eben auch schon gesagt? Alter, was macht denn jetzt? Rennt einfach rum wie ein Verrückter. Er versteckt sich. Schleichen wir uns von hinten an und schnappen ihn. Ja. Er versteckt sich, er rennt im Kreis, mein Lieber. Hier sind einfach wieder Milliarden von Gegnern. Guck mal, da ist er. Hier, komm. Angriff auf den Paragoopa. Ich meine Paratoopa natürlich, ne? Wie er fälschlicherweise heißt. Oder es sind andere Alternativgegner, die einfach so heißen, weil die nicht aufrecht gehen. Fliegen. Die fliegen nicht aufrecht. Da hat mir gerade echt einen Schaden gemacht. Was soll das, Goomba? Warum machst du das? 72 Schaden bei einem Goomba. Also. Das ist schon fast über 100, mein Lieber. Mein lieber Scholli. Alter, der kam einfach gegen mich gesprungen, der Goomba. Was soll das denn? Ach komm, ja. Ist egal, was ich angreife. Klar, die Stachis sind HP Max. Die sind zwar ein bisschen stärker, aber Mello müsste es hinbekommen. Ja. Ich habe verteidigt und trotzdem einen Schaden bekommen. Macht das Sinn? Ich denke nicht. Wo ist denn jetzt? Oh! Der erschreckt mich nicht so, ne? Oh, der, da rennt er. Oh! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ha! Eure Augen sind schneller als eure Füße. So dauert es auch 100 Jahre, bis ihr mich erwischt. Bist du dämlich oder so? Ha! Eure Augen sind schneller als eure Füße. So dauert es auch 50 Jahre, bis ihr mich erwischt. Der prankt uns, ne? Warum ist es so einfach? Ja, schon wieder, das nervt langsam, so dauert das doch. Oh, lol. Genug, ihr habt mich gefunden. Ich gebe euch die Münzen. Habt ihr mir wirklich geklappt? Ich habe gelogen, gelogen habe ich. Jetzt kämpft ihr gegen uns? Oh Gott. Ich hätte doch die Gegner bekämpfen sollen. Scheiße. Ich meine, wir sind ja relativ aufgefüllt, ne? Okay, Feuerball? Nochmal Feuerball. Ich glaube, wir müssen Y drücken, oder? Drücken wieder mit Y. Alter. 94 Schaden, das sah nicht so schön aus, ne? Autsch. Donnerschlag. HP-Regen ist ja wahrscheinlich Heilung. Donnerschlag? Kann man da drücken? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Coco löscht das Feuer an. Deinen Schwanz? Ja. Okay, ich versuche mal Y zu spammen. Ah, 100 Schaden. Okay, besser als letztes Mal. Ist der Glück schon tot? Ich weiß nicht, wann ich drücken muss. Ich denke mal, es gibt überall ein Timing, ne? Was macht er jetzt? Jetzt mal Pilz. Wie viel? 60. Nein! Okay. Ich könnte mich natürlich heilen mit dem Sirup, ne? Aber, warum? Vielleicht bei dem Sound, also wenn dieses. Ich weiß es nicht. Mindestens mal kurz bevor es einschaltet, ne? Ja. Er hat viel Verteidigung. 10 Schaden macht er. Er macht eiskalt 10 Schaden. Und er hat einen Hammer als Angriff? Der stand gerade erst bewaffnet. Ne, unbewaffnet ist er. Ah ne, ach so, nein, das. Scheiße. Ich glaube, das gilt für unseren Charakter, mit was wir ihn angreifen, ne? Ja, ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, was ich gerade tue. Huh.
Mellow. Nimm mal den Pilz. Ich glaube, er ist jetzt gestorben. Ein umsonst. Hä? Man kann, glaube ich, wieder jetzt... Was für Mist? Ah, Mario, du siehst aber auch nicht mehr so gesund aus. 24. Hä? Gib mir deine Münze. Oder schlag dich. Alle. Oh mein Gott. Autsch. Das werde ich euch zurückzahlen. Wortwörtlich, ne? Komm schon. Nehmt deine dreckige alte Münze. Adios, amigos. Was ist? Ist Spanier? Um Gottes Willen. Juhu. Wir haben sie. Wir haben die Münze. Oh ja, das ist ja sowas von ja wundervoll. Blumenpille haben wir bekommen, ne? Geschafft. Wir haben Opas Münze wieder. Jetzt kann ich endlich einkaufen. Hey, schau mal her. Dieser Koko hat einen Geldbeutel verloren. Hat Geldbörse gefunden. Ich gehe zurück zum Geschäft im Schwammerlreich. Kommst du? Okay. Warum auch immer jetzt ein random Trampolin erscheint, ne? So, jetzt die Frage, die ich mich frage. Wo, gibt's hier noch irgendwie was Verstecktes? Ich meine, hier ist so eine freie Fläche. Sieht halt alles aus, es könnte überall die Froschmünze versteckt sein. Aber das ist eigentlich eine Froschmünze? Eine Froschmünze. Froschmünze. Ich glaube, okay, gut. Dann, speichern wir hier. Und ich würde sagen, das war's mit dem Part. Ich weiß, fies, ne? Aber ich möchte ja ungefähr 21, 25 Minuten machen. Und ich glaube, wenn wir zurück... Okay, da ist noch ein Gegner noch. Oh. Ich bin halt gerade kampfgeil, ne? Wobei, haben wir nicht gerade... Okay, wir sind voll aufgefüllt. Ich glaube nämlich, wenn wir jetzt zurückgehen, haben wir einiges zu erwarten. Also ich glaube, da passiert jetzt irgendwas. Und dieser Koko ist auch ein interessanter Kamerad, ne? Muss man echt sagen. Adios, amigos, sagt er einfach. Na gut. Da würde ich sagen, wir beenden den Part, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Und ja, bis dann. Bleibt münzig. Tschüssikowski.